Hallo, herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir beim letzten Mal uns auf den Weg zu Yennefer und den Ort des magischen Kataklysmus begeben haben. Wir sind jetzt hier noch in einem Dorf und werden uns nochmal eben anschauen, was die Leute für Sachen auf ihr Notizbrett geschrieben haben. Ich lehre einen willigen Jungen mit scharfem Gehirn, starker Lunge, das Spiel des Dudelsacks, Geier Goldlippe. Letzter hat der folgende Schluss gefällt: Wenn jemand eine Stute verleiht und die Stute einen Fohlen wirft, gehört die Fohlen jetzt dem Besitzer der Stute. Der Besitzer des Hengstes hat jedoch das Recht auf einen halben Kübel Milch, solange die Stute Milch gibt. Jemand einen Witterkopf zu verkaufen, ich bräuchte einen als Aalköder, Floki. Floki! Ich muss einen Schwur brechen und verlassen nur das Dorf und die Inseln. Nehmt euch aus meinem Haus, was ihr wollt, und teilt mein Land und mein Schaf mit euch auf. Lebt wohl. Loftur, Sohn des Hordur. Ich habe gestern einen zweiköpfigen Kaviar gefangen, ein Zeichen der Götter. Ich weiß nicht, ob ich ihn räuchern oder zu den Druiden bringen soll, damit sie sich das ansehen. Pali? Meist wird es nichts Neues sein, aber ich hole es für Unwissende. Ein paar unserer Männer sind auf der Suche nach Erzen in die Berge gezogen und nicht zurückgekehrt. Sie müssen in Schwierigkeiten geraten sein, und zwar in Ernste, dass sie jetzt tapfere Krieger nicht lösen konnten. Da suche ich einen Mutigen, der raus und was ihnen zugestoßen ist. Wer dies gelingt, soll viel Gold erhalten, wie es seinen Ruhm verdient. Ja, Ältester von Blandar. Okay. Na gut, anscheinend haben die Leute Dinge zu tun hier. Ich würde jetzt aber gerne Frau ungern noch länger warten lassen, als sie jetzt eh schon musste. Von daher würde ich hier, glaube ich, jetzt hier da weiter hinziehen wollen. So, kann man hier vorbeigehen. Fremder. Was ist das hier eigentlich für eine... Was ist das, eine Ruine? Ein Haus? Bin mir nicht ganz sicher. Was dieser Vorbau vor einem eigentlich funktionierenden Haus genau machen soll. Naja. Ich bin kein Architekt, von daher keine Ahnung. So, schauen wir uns mal hier hinten an. Ein versteckter Schatz und ich höre Ertrunkene. Also fancy Ertrunkene, aber Ertrunkene. Hallo. Hi. Das war die falsche Richtung. Ich erinnere mich, warum? Da war doch überhaupt nichts in der Richtung. Gott, das sind die Zielrichtung manchmal. Jetzt rennen die wieder weg. Ja, super. Ich weiß nicht, woran das manchmal liegt, dass das Spiel so ab und zu mal komplett seltsame Dinge tut, so im Kampf, so. So wegen in eine Richtung angreifen, wo nicht mal ein Gegner steht, ja, und sowas. Zeichen wirken in eine Richtung, in der kein Gegner ist. Naja. Rup Zephrea, unsere große Mutter, sagt, die Straßen werden voller Gefahren, dass die Seeteufel auf die Reisenden warten, dass unter jedem Baum ein Bandit lauere. Aber ich opfere Freya zu Ehren ein Lamm und lege ein Amulett aus Falkenfedern an und halte ich jetzt fest, überquere eine Insel ohne ein einziges Mal mein Schwert ziehen zu müssen. Und dann habe ich unterwegs ein paar gute Geschäfte gemacht, so meine Truhe voll Silber und andere Wertsachen, dass mein Rücken extra, als ich sie auf den Wagen hiefte. Als der Planer werde ich morgen gegen Sonnenaufgang zu Hause sein. Ich danke der Göttin, dass sie so gut auf mich acht gibt. Sonnenuntergang, nicht Sonnenaufgang. Aber anscheinend ist eine Kiste ins Wasser gefallen. Gut, dann schauen wir uns das mal hier genauer an. Irgendwas, so. Ich glaube, wir gehen einfach erstmal zu ihr. Lauf, Plätze!
neben ihr war oder was? War das was? Druidenlager? Naja. Hör ich da einen Stein? Oh, ich höre einen Stein. Magie. Ein Ort der Magie. Was man nicht in vielen Spielen hört, ne? Wenn man sich freut, dass man einen Stein hört. Ne? Also würde ich Steine zu hören nicht unbedingt als gutes Zeichen als gutes Zeichen sehen. Normandischer Monster und Bestientöter. Ja, aber ich habe einen triftigen Grund. Ciri ist mir aufrichtig, das weißt du sehr gut, verdammt nochmal. Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt keine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Welche Konsequenzen das haben könnte? Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Zufrieden mit dir? Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Wovon redest du? Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Njordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros' Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ich werde Yennefer nicht in Schutz nehmen. Dann tu's auch nicht. Aber versetz dich mal in ihre Lage. Sie will dich damit nicht ärgern. Sie macht es wegen Ciri. Ich weiß, dass es hier um Muttergefühle geht. Aber das ist keine Rechtfertigung. Die Maske von Ouroboros gehört Skellige und sollte für das Wohl der Inseln genutzt werden. Wenn Yennefer die Maske benutzt, verliert sie ihre Macht und... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Yennefer? Mir nach. Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Siehst du sie irgendwo? Also ihr kümmert euch um das Wetter, ich schau, was ihr alle vertreibt. Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt. Was war das? Einhörner. Ja, ja. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird.
Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Ja, du willst schon wieder meine Gedanken lesen, ja? Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ich mag das nicht, das weißt du. Ach komm, ich will nur sehen, was hier passiert ist. Und manche Dinge will ich lieber nicht über dich wissen. Bitte was? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Gott verdammt, Jen. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Ja, dann beweg deinen hübschen Arsch. Hier geht's weiter anscheinend. Ruhig bleiben. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich hab sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Da lang. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als ich geschah, hat ich kaum meine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Und? Bereit? Benutze... Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf... Wählen hin! Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! So, ja? Leg die Maske an! Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Vielleicht der Elfenmagier, von dem wir in Velen gehört haben? Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und?
Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Wir können auch zusammen dorthin gehen, wenn du Portal öffnen möchtest. Warte, wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Ich könnte aber mal ein bisschen diplomatisch an die Sache rangehen. Und ich, lebendig und gesund. Vielleicht nicht. Scheint halt eine Totenzeremonie oder sowas. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage.
Jennifer, du hast schon genug Freunde, ja? Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht! Was geschah dann? Jennifer, das ist nicht mal genug. Jen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... Davor. Sie waren den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Bitte was? Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Der Feigling. Entschuldigung. Der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt... bleibt für immer im Garten. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Klar, warum nicht? Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht.
Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch, also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Ja, genau. Morderin Freya ist geduldig, aber sie duldet keine Leid. Sollten wir nicht zunächst noch mehr über diesen Mob verkosten, bevor wir in den Garten gehen und eventuell Probleme mit dem Typen kriegen? Yennefer? Ja, nein? Anscheinend nicht. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Wo wir gerade bei dem Thema sind. Nee, vielleicht schneiden wir das nicht jetzt an. Ein bisschen schneller gehen, wenn du magst. Sieh einer an. Das muss Morgwag sein. Der? Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen! Scheiße! Nicht schon wieder! Klingt nach einem sehr netten Zeitgenossen. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Okay. Dann bis später. Gut. Dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. So, schauen wir uns... Obwohl, ich glaube, wir machen an dieser Stelle einen Cut. In der nächsten Folge werden wir uns hier mal genauer umschauen und Spuren aufnehmen und versuchen, diesen Feigling zu finden. Vielleicht mehr herauszufinden, was hier mit Ciri passiert ist und sowas. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.